Leonard, wie geht's? Es geht. Es war noch nie so schlimm wie heute. Das ist unmöglich, ein Asthmaanfall. Sünde. Werde ich dich mal abhorchen. Und jetzt tief durchatmen, Leonard. Ich kann nicht. Tut das weh? Und wo? Na hier. Tief einatmen. Luft anhalten. Danke. Von innen aussehe. Und wie findest du dich? Mega geil. Bitte, Herr Professor. Danke. Bis gleich. Tschüss. Sowas kann man doch nicht einfach übersehen. Die Zyste ist doch riesengroß. Asthma. Sowas. Ich hatte gleich das Gefühl, dass da mehr ist. Leider. Ich begreife das nicht. Gregor hat den Jungen zweimal hier gehabt im letzten Jahr. Siehst du, kann rasch wachsen. Ah, nett von dir, dass du Gregor in Schutz nimmst, aber sowas darf einfach nicht passieren. Fertig. Übel, übel. Warum hat er nicht sorgfältig untersucht? Keine Ahnung. Die Eltern sollen irgendwie schwierig sein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. An meinem Sohn wird nicht herumexperimentiert. Herr Wetzenstein, Leonard hat eine große Zyste auf der rechten Lungenseite. Und eine Operation ist dringend erforderlich. Herr Dr. Kampmann, ist es so? Bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber mein Mann hofft, dass wir eine Operation vermeiden können. Was heißt hoffen? Es wird nicht operiert und fertig. Es gibt leider keine Alternative. Medikamentös ist da nichts zu machen. Und wenn ich einen Eingriff vermeiden kann, dann tue ich das immer. Ja, das kennt man. Das sagen alle Ärzte. Aber dann kommt der Forscher dran. Das ist doch schlicht Unsinn. Warum wollen Sie das Leben Ihres Kindes gefährden? Natürlich möchten wir, dass unser Sohn wieder gesund wird. Aber es muss doch da andere Möglichkeiten geben. Wir haben religiöse Gründe, die einen solchen Eingriff verbieten. Gerlinde, das ist unsere Angelegenheit. Wir sind Zeugen Jehovas. Eine Bluttransfusion kommt für Leonard nicht in Frage. Oberarzt Dr. Lüders, bitte ins Sprechzimmer vom Professor kommen. Genügt es Ihnen, wenn ich versuche, eine Transfusion zu vermeiden? Nein. Sie müssen mir Ihr Ehrenwort geben, dass keine stattfindet. Nach medizinischem Ermessen ist keine erforderlich. Na bitte. Aber es können Umstände eintreten, die wir nicht voraussagen können. Bitte, Doktor, tun Sie, was Sie können. Gregor, bitte verdreh jetzt nicht die Tatsachen. Markus Kampmann hat sich nicht über dich beschwert. Ich war zugegen, als die Zyste diagnostiziert wurde. Ja. Interessant. Und warum warst du zugegen? Kann Markus Kampmann die Zyste nicht allein lokalisieren? Er schon. Aber du offensichtlich nicht. Als ich den Patienten das letzte Mal untersucht habe, hatte er eindeutig Asthma. Und wenn deine Taktik jetzt darauf hinausläuft, mich hier zum Anfänger abzustellen... Du hast ihn nicht geröntgt. Weil es keinen Handlungsbedarf gab. Gregor, warum hast du nicht die Courage, einfach zu sagen, jawohl, ich habe was übersehen? Markus Kampmann kann Fehler zugeben. Ja. Weil er ja auch welche macht, wie wir wissen. Mir ist noch kein Patient durch meine Schuld gestorben.
Gesellschaft leisten? Sie dürfen. Und? Wie und? Sind Sie zufrieden? Mit meiner Arbeit oder mit meinem Leben? Kann man das trennen? Mhm, ich schon. Sind Sie Arzt aus Leidenschaft? Hm, kann sein. Was meinen Sie? Ich kenne Sie ja viel zu wenig. Das ließ es sich ändern. Also ich weiß schon einiges über Sie. Ah ja? Mhm. Sie sind attraktiv. Selbstbewusst. Fachlich sehr qualifiziert. Und Sie sind zuverlässig. Danke. Und Sie leben allein. Stimmt. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Sie haben es mir gerade verraten. Sie sind ja hinterhältig. Das hätte ich nicht gedacht. Tja, ja. Trauschau wem. Mahlzeit. 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 Markus, du weißt doch sicher, dass Leonard Wetzenstein mein Patient ist. Hm? Ja, du kannst die Zyste gerne operieren. Ich reiße mich nicht darum. Du hast sie entdeckt. Der Ruhm gebührt dir. Mahlzeit. 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 Ganz schön cool, Dr. Kampmann. Apropos cool. Hm? Zum Gustav ein Eis möchten Sie auch was? Hm, für ein Eis könnte ich nicht vergessen. Dann kaufe ich Ihnen zwei. Na, was ist, George? Heute kein 9 für mich? Ei, für Sie doch immer, Professor. Also, trifft eine Frau Ihren Hausarzt, sagt er. Na, Frau Schmidt, wie geht's denn Ihrem Mann? Ach, Herr Doktor, sagte, der ist doch gestorben. Ach, an was denn? An Grippe. Na ja, sagt der Doktor, wenigstens nichts Ernstes. Der ist gut, den merke ich mir. Kleinen kurzen? Nein, ich habe heute mal einen Lesetag. Lese? Spätlese. Dann ahoi, fürs Heimsegeln. Danke, Schaus. Ade. Adele. Herr Professor. Kleiner Freund, wie geht's dir? Schlecht. Hast du Schmerzen? Egal. Mir aber nicht. Ich bin doch dein Arzt. Und auch dein Freund. Ich will keinen Freund. Willst du vielleicht deine Freundin? Soll ich Corinna schicken? Ich will meine Mama. Weißt du was? Morgen nehmen wir dir den Gips wieder an. Okay? Egal. Jean-Paul, das darf dir nicht egal sein. Du musst wieder gesund werden. Warum? Weil das deine Mama auch gewollt hätte. Weißt du nicht? Denke ich, wäre das schön, wenn man nur noch Weinbauer wäre. Du kannst dir's doch leisten, mach doch Schluss. Wäre doch kein Quatsch. Und die Klinik? Übergibst du deinem Gregor. Gregor? 88 Wechsel. Schön. Spätlesequalität. Wie macht es sich denn so? Gregor? Markus. Gut, sehr gut sogar. Nur der Gregor und der Markus, das ist schwierig. Naja, du hast ja deinem Jungen den Markus direkt vor die Nase gesetzt. Hörst du, Albert, manchmal beneide ich dich um deinen Sohn. Der Gregor, der ist so verbissen, so krankhaft ehrgeizig. Von dem er das bloß hat. Was eine Frage. Du hast ja in der Schule immer Pickel gekriegt, wenn mein Zeugnis besser war wie deins. Zum Glück war das nicht oft. Da bist du ja vor Ehrgeiz fast gestorben. Nein. Apropos, gestorben. Kommt die Frau zum Arzt? Welche Frau? Ist doch egal, das ist ein Witz. Ach so, ein Witz. Die Frau kommt zum Arzt und sagt, mein Mann ist an Grippe gestorben. Und da sagt der Arzt... Und was sagt der Arzt? Der Arzt sagt Grippe. Und? Grippe, das kann bös enden. Mit dir auch, Hermann Lüders. Übrigens, ich hab gelacht. Hab's gehört.
Fühlst du dich? Ich bin sehr müde. Doch. Wir haben dich auch müde gemacht, mein Lieber. Wir sehen uns ja gleich wieder. Du wirst sehen, es ist alles halb so weh. Frau Wetzenstein hat mir gesagt, du hättest ihr was versprochen. Versprochen? Mhm. Ich hab nur gesagt, ich tue mein Bestes, das hab ich gesagt. Plasmanreserve? Ja, aber ich dachte, Sie wollten keine Transfusion machen. Das will ich auch nicht. Aber man kann nie wissen. Eigentlich würde ich ihn ganz gerne anschneiden. Ich öffne den Thorax selbst. Skalpell. Scharfer Haken. Alle Werte normal. Pinzette. Tisch. Au, das tut weh! Hör auf, du Blödmann! Sei nicht so frech zu einem Doktor! Na, was ist? Was hat sie denn? Nun sagen Sie doch was, Herr Doktor. Dr. Kampmann, nun sagen Sie doch was. Ich bin Dr. Lüders, Frau. Entschuldigung. Glocke, Helene. Frau Glocke, Sie kommen ja her und erzählen, dass Ihre Tochter Sodbrennen hat und nichts mehr ist. Ja, was erwarten Sie? Wir müssen die Kleine hier behalten und sie morgen entsprechend untersuchen. Schwester Hilde, bitte. Kommen Sie bitte in die Aufnahme. Wir müssen dich erstmal hier behalten. Ich will aber nicht hier bleiben, du bist böse. Aber du hast doch gehört, was der Doktor gesagt hat. Und sei doch mal brav. Bleib aber trotzdem nicht hier. Und ich bin auch nicht brav. Ich will nicht brav sein. Name des Kindes? Mama, sag nicht. Sag, ich heiße Pippi Langstrumpf. Maria Elisabeth Glocke. Geboren? Ich bin noch nicht geboren. Sag mal, warum quengelst du eigentlich so, hm? Weil du ein Fuzzi bist. Also jetzt hör aber mal auf. Oh Gott, jetzt habe ich doch den Geburtstag von der Maria vergessen. Maria, wann hast du Geburtstag? Sag ich nicht. Brauchen Sie Bedenkzeit? Ich habe 8 Kinder. Da kann es schon mal vorkommen, dass man Datum vergisst. Meinen Sie, ich sitze hier zu meinem Vergnügen. Also bitte, wann ist dieses Kind geboren? Ich glaube 84. März, glaube ich. Oder was, Kutti? Ich sage nichts. Statt Kinder zu machen, hätten Sie lieber zählen gelernt. Du bist böse und gemein. Komm, Mutti, wir gehen. Nehmen Sie dieses schreckliche Kind und verschwinden Sie bitte auf der Stelle. Kann sein, dass das Kind vorlaut ist, aber böse ist sie nicht. Oh, bitte, Dr. Lüders, machen Sie die Marie wieder gesund. Schwester, wo stecken Sie denn? Hier, Neuaufnahme. Glocke, Maria. Ach, Patientin für Dr. Kampmann. Hm? Wann ist denn das Kind geboren? Also, Schwester, wir sind zwar Schausteller, aber trotzdem sind wir doch anständige Leute. Also, dieser Doktor da, das ist unglaublich. Das ist doch ein richtiger Flegel. Ach, ich hab's jetzt. Es war der 11. Juni 84. Ihr Vater war auch so ein Flegel. Na gut, den Rest machen wir morgen. Und dich legen wir jetzt in ein schönes Zimmer und wenn du morgen früh wach wirst, kriegst du Kakao, ne? Wirklich? Da kommt der Chefarzt, der schaut dich an. Da bist du aber schön brav, gell? Bin doch immer brav. Alle 8 Stunden 50 Milliliter Clafaran. Und dann noch 2 alle 3 Stunden. Infusion? Stetig. Leonard wird bestimmt bis morgen früh schlafen. Sie gehen jetzt am besten nach Hause. Vielen Dank, Herr Doktor, auch wegen der Transfusion. Bedanken Sie sich bei Ihrem Sohn, dass er keine benötigte. Sie waren wirklich fabelhaft, Herr Doktor. Gut zusammen, braucht man Glück. Und wie lange war Robinson Crusoe auf dieser Insel? 27 Jahre.
Na du? Salut. Salut. Wir sprechen gerade über Robinson Crusoe. Jean-Paul möchte auch auf eine einsame Insel. Oh, das verstehe ich. Nimmst du mich mit? Was dein Freitag? Vendredi. Außerdem kannst du nie schaden, einen Arzt dabei zu haben. Zu spät. Ich bin schon dabei. Schade. Weiter bitte. Ja. Also, die Insel lag weit vor der Küste Südamerikas, mitten im Pazifik. Und hieß Juan Fernandez. Juan Fernandez? Respekt, Respekt. Was diese Frau alles weiß. Na dann, mach's gut. Wie geht es, Leonard? Abwarten. Übrigens, wie wär's mit Kino morgen Abend? Ist das ein Befehl? Allerdings. Schönes Lokal, kann man schon sagen. Fast so schön wie ich. Na schön bist nicht gerade, aber nett. Oh, ich habe auch noch andere Qualitäten, die noch netter sind als nett. Ja, das hoffe ich. Ist aber viel Arbeit hier, was? Oh, das erledigt sich fast von selbst. Nur fehlt manchmal so eine zarte Hand für das Feine. Ja. Was verstehst du denn unter Feine? Ja, was denn Frauen so leicht von der Hand gehen? Mit deinem Schmäh könntest du ein Wiener sein. Und weil ich das nicht bin, habe ich mir gedacht, lachst dir eine Wienerin an. Wo? Hört man das? Nur wenn man hinhört. Oder ihn greift. Gehör mal, dein Sohn. Der begreift das auch, der ist doch Mediziner. Übrigens, seine Mutter war auch eine Wienerin. Ich habe nämlich ein Faible für das Wiener Blut. Morgen, Frau Zähringer. Morgen. Ich wollte Ihnen schon die ganzen Tage sagen, dass ich sehr froh bin, dass Sie bei uns sind. Ja, aber warum denn eigentlich? Man merkt doch gleich, da ist jetzt mehr Zug drin in dem Laden. Achso, nix gegen den Professor, der ist unser bestes Stück. Aber da musst du doch mal was Junges her mit Schwung. Aber der Junior ist doch in meinem Alter. Ach, hören Sie auf. Das ist doch eine Schlaftablette. Und seine Personellen da. Ist gefährlich. Aber keine Sorge, ich und Schorsch, wir passen auf. Das sind wir nett von Ihnen. Geben Sie her, jetzt reich Sie dann rein. Aber ich bitte Sie, Herr Doktor. Mehr lubriger Schwung rein, mehr Zug, sagten Sie doch, oder? Also, bei Ihnen sollte sich Ihr Vater mal eine Scheibe abschneiden. Ist ja kaum zu glauben, dass Albert Kappmann dieser Stoffel so einen Sohn zustande gebracht hat. Muss an der Mutter gelegen haben. Das ist ein Frühstück. So, mein Schatzemobile. Albert, das wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Aber ich finde es schon sehr schön, wenn man so verwöhnt wird. Ja. Aber unten sieht es furchtbar aus, die Küche. Das ist der reinste Saustall. Da müsste mal Ordnung gemacht werden. Ich helfe dir nachher ein bisschen. Ja, das ist aber nett. Das kannst du auch viel besser wie ich. Ja, natürlich. Ich bin ja auch eine Frau. Ja, du hast recht. Eine Frau ist für die Küche wie geschaffen. Ja, und für die Liebe. Aber dass wir uns richtig verstehen. Putzfrau bin ich keine. Ich helfe dir nur ein bisschen. Also komm, sei doch nicht so kleinlich. Lass doch das bisschen weg. Ich muss sowieso gleich weg nach Neckargemünd. Und ich muss zu meiner Arbeit in den Superkauf. Superkauf, Superkauf. Sind doch Ausbeuter. Melde dich krank.
Was, ich mich krank melden? Ja. Das ist eine gute Idee. Ich war in diesem Jahr sowieso erst 9-mal krank. Na ja, da kommt's ja auf einmal mehr oder weniger auch nicht mehr an. Sieht doch prächtig aus. Was macht das Schnaufen, Mann, Junge? Die Schultern funktionieren jedenfalls. Die erhöhte Temperatur macht mir ein bisschen Kummer. Ach, das muss nichts heißen. Ich würde ihn erstmal auf die Station verlegen und dann... Hier, veranlassen Sie eine Senkung, bitte. Alles klar. Schwester Birgit, sofort zur Oberschwester Horn auf Station 2 kommen. Schwester Birgit, sofort zur Oberschwester Horn auf Station 2 kommen. Ach, Herr Dr. Kampmann, darf ich Sie bitte einen Moment sprechen? Bitte. Es geht immer noch um den kleinen Elsasser. Die französische Kasse ist nicht bereit, auch nur eine Mark respektive einen Franc zu übernehmen. Und der Junge kostet täglich fast 600 Mark im Einzelzimmer. Ganz zu schweigen von Ihrer Liquidation. Und? Darf ich Sie ersuchen, einmal darüber nachzudenken, wann der Patient in das Mehrbettzimmer kam? Und der Zustand des Jungen ist immer noch kritisch und außerdem... Vera? Markus? Vera? Wow! Hey, dass du da bist und wie du aussiehst. Einfach bildschön. Warst du in der Vorstellung? Nein, ich hatte leider so lange Dienst. Dienst? Ja. In der lydischen Kinderklinik. Und ich Chefarzt. Mann, Chefarzt? Mhm. Beim alten Lüders? Nichts mehr Amerika? Aber komm, das erzähle ich dir bei der Blase. Also, wo gehen wir denn hin? Das fragst du? Ein Campari Orange und ein trockenes Wasser zum Baden, alles wie früher. Nicht ganz, wir sind ja älter geworden. Ja, ich hoffe nur äußerlich, denn hier drin sollte man jung bleiben. Hier drin sind wir auch nicht älter geworden. Nur reifer. Dann ist ja alles gut. Ich habe gehört, du bist in Amerika ein berühmter Arzt geworden. Es ist schön, wenn bedeutende Männer nach Hause zurückkehren. Ihr kommt doch jetzt hoffentlich öfters, oder? Ich lebe in Frankfurt, Vitus. Ich bin nur zum Gastspiel. Markus, hol sie hierher. Sie gehört dahin, wo du bist. Du musst sie überzeugen. Na, vielleicht schaffe ich es ja, wenn du uns allein lässt. Gut, dann ziehe ich mir Leine. Aber streng dich an. Was ist? Ich schau dich an. Einfach so. Und? Du hast dich kaum verändert. Das ist immerhin 10 Jahre her. Fast 11. Vera, ich hab dich das nie gefragt, aber als ich wegging damals, warst du da. Du willst wissen, ob ich sehr gelitten habe? Ach, es war halb so wild, wirklich. Ich wollte mich nur umbringen, nichts weiter.
Vera, ich musste weg. Das war mir später klar. Die Mutter tot mit deinem Vater lief's nicht und ich hab dich erdrückt. Das weiß ich wohl. Du hast mich nicht erdrückt. Aber wir waren einfach zu jung und ich wollte... Du wolltest mehr. Ich war eine kleine Schauspielerin und du der begnadete Medizinstudent. Begnadet ist doch schlicht übertrieben. Begnadet? Genau das Wort hat Professor Lüders damals benutzt. Lüders? Ja. Ich traf ihn irgendwann am Neckar. Und er fragte mich, sagen Sie, Fräulein Brahm, sind Sie eigentlich mit Markus Kampmann verlobt? Ich hab gelacht. Da hat er gesagt, das ist gut so. Der Junge ist nämlich begnadet. Er muss seinen Weg gehen. Er wird Karriere machen und niemand darf sich in seinen Weg stellen. Was, das hat er gesagt? Ja. Du übertreibst. Ich übertreibe nicht. Er hat recht gehabt. Wo bist du denn, Schatz? Das war ich schon immer. Du hast es gar nicht gemerkt. Guten Abend. Guten Abend. Was darf es denn sein? Ach, ich möchte nur ein paar Heidelberger Küsse haben. Ja, bedienen Sie sich. Danke. Capari Orange, ein Wasser. Danke. Wollten Sie keine Küsse? Nein, danke, ich hab's mir anders überlegt. Ja, schade, dass du... Corinna! Wer ist Corinna? Eine Kollegin von mir. Ist er in der Klinik? Hm. Ist sie Schwester? Sie ist Psychologin. Ach, deshalb hat sie so gut. Wieso, wie denn? Naja, so analytisch und so streng. Scheint zu kollabieren. Ja. Ich komm! Ja. Milligramm Radium IV. OP klar machen lassen. Bei Rami her, Schwester Anna her. Und das Ganze ein bisschen plötzlich. Na, wie ist es? Nehmen wir noch einen Drink auf meinem Zimmer? Ich weiß nicht. Es ist schon spät. Und ich habe morgen einen schweren Tag. Guten Abend. Guten Abend, Ehefrau. Hier ist eine Nachricht für Sie. Danke. Wie war die Vorstellung? Gut, wie immer. Das freut mich. Ah, mein Kind hat Sehnsucht. Ich muss sie gleich zurückrufen. Du und Mutter. Ich kann es noch nicht glauben. Meine Tochter Manuela. Hübsch wie die Mutter. Wie alt ist sie? 10. So, du bist gleich nach unserer Trennung mit einem... Nach deiner Flucht, bitte. Na gut. Du hast dich sofort getröstet. Und du hast geheiratet. Ich? Geheiratet? Das ist vielleicht in deinem puritanischen Amerika so üblich. Nein. Ich bin alleinverziehende Mutter. Und der Vater?
Wieso Vater? Ja, der Vater. Der Vater deines Kindes. Wo lebt er? Wie heißt er? Ist das wichtig? Ja, hör mal, der Vater ist doch der Vater. Das hast du schön gesagt, Doc. Was ist mit Blutramin? Haben wir genug? Wir haben 10 Konserven. Ach du meine Fresse. Was ist los? Das ist doch der junge Wetzenstein. Der darf keine Bluttransfusion kriegen. Was machen wir denn da? Sollen wir darauf Rücksicht nehmen? Naja, das ist heikel. Es geht um ein Menschenleben. Trotzdem, ich will da nichts falsch machen. Das ist Chefsache. Keine Sehnsucht. Doch. An die Grenzen lassen. Wo ist denn ihr Telefon? Am Bett. Kriegt man hier ein Amt? Nur der. Ja, Kampmann, was gibt's? Warum hat Borg nicht operiert? Hätte er niemals eine Chance gehabt. Die Eltern wollen keine Bluttransfusion. Danke. Ihre Religion verbietet das. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Wie kann man darauf Rücksicht nehmen? Dr. Borg meinte, er könne das nicht verantworten. Unglaublich. Das Kind ist bereits in Narkose. Wo ist Herr Borg jetzt? Schönen Abend, Mönchik. Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, wir haben Sie nicht bei irgendwas Angenehmem unterbrochen. Ich verstehe Sie nicht. Es geht um das Leben eines Kindes. Ja, aber wir können uns nicht über den Willen der Eltern hinwegsetzen. Wir operieren, Herr Brock. Und zwar mit Bluttransfusion. Ich habe die Eltern sicherheitshalber verständigt. Ich verstehe Sie nicht. Da geht es um Leben und Tod und Sie zögern noch. Ich hab den Wunsch der Eltern respektieren wollen. Ach, wie mitfühlend. Ich bin ganz gerührt. Der Patient kann sterben. Jetzt sind Sie ja da. Herr Brock, ich warne Sie. Auch meine Geduld hat mal ein Ende. Tupfer. Klemme. Ligatur. Schere. Kreislauf wird schwächer. Wir gehen ins Minus. Blut vorbereiten. Ich möchte Sie noch mal darauf hinweisen, dass er aus religiösen Gründen kein fremdes Blut bekommen soll. Sein Leben ist mir wichtiger als sein Glaubensbekenntnis. Ihnen, ja. Und was ist mit seinen Eltern? Brock! Bahrami, Blut vorbereiten. Thank you.
Still. Bauchtuch. Heißes Bauchtuch. Der Kreislauf stabilisiert sich wieder. Dr. Kampmann. Ach, Herr Wetzenstein. Wie geht's meinem Jungen? Wir haben nochmal aufmachen müssen, es gab eine Nachblutung. Ich weiß, Dr. Brock hat uns benachrichtigt. Dann kennen Sie ja den Grund für die Notoperation. Sie haben Ihr Wort gebrochen. Ja, das habe ich. Aber ich habe auch einen Eid abgelegt. Ich habe einmal geschworen, Leben zu retten, und das habe ich getan, Herr Wetzenstein. Ihr Sohn lebt. Sie haben ihm eine Bluttransfusion gegeben? Ja. Sie haben es gewagt? Oh Gott, was haben Sie getan? Das ist die größte Sünde. Ich habe alles getan, um Ihren Sohn zu retten, Herr Wetzenstein. Hätte ich ihn vielleicht sterben lassen sollen? Wollen Sie das? Sie maßen sich an, in das Werk Gottes einzugreifen? Herr Wetzenstein, ich bin verdammt müde. Lassen Sie uns morgen in Ruhe darüber reden. Herr Doktor, das wird ein Nachspiel haben. Hören Sie mir noch nicht. Gute Nacht. Morgen. Danke. Wir hatten einen Notfall. Ich weiß, Leonard Wetzenstein. Nachblutung. Ich hoffe, die Naht hält. War es eine schwere Operation? Corinna, diese Frau gestern Abend. Ach, das geht mich nichts an. Du bist ein freier Mann und kannst tun und lassen, was du willst. Diese Frau war meine Jugendfreundin Vera Brahm. Ich habe sie an diesem Abend das erste Mal wiedergesehen, nach 10 Jahren. So sah das aber nicht aus. Sie hat dich ganz schön umgarnt. Sie ist vielleicht etwas zugänglicher als du. Ist nicht ganz einfach mit mir, hm? Deshalb bist du ja Psychologin geworden. Es stimmt, dass viele dieses Studium als Eigentherapie begreifen. Aber bei mir liegt die Sache anders. Also auch wenn du es nicht gerne hörst, ich mag dich. So. Und jetzt zur Morgenbesprechung. Frau Dr. Halver. Das tut weh. Ich glaube ich nicht. Doch. Ich mach's ganz vorsichtig. Ja? Oh, Entschuldigung, nein, was ist das? Kann ich Ihnen helfen, Doktor? Das ist ja auch meine Arbeit eigentlich. Dann machen wir es zusammen. Ab morgen leichte Übungen mit dem Bein. Damit. Ich kann mein Bein nicht bewegen. Man kann alles, man muss es nur wollen. Hm? So ist es. Ich nicht. Ich verstehe Ihre Aufregung, Herr Wetzenstein. Aufregung ist gut, ich bin empört. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Dr. Kampmann ausschließlich im Interesse Ihres Jungen gehandelt hat. Also das wage ich zu bezweifeln.
Wir sollten noch mal in aller Ruhe darüber sprechen. Ich habe mich entschlossen, die Klinik zu verklagen. Sagen Sie das auch Dr. Kampmann. Und ich werde die Presse informieren. Die Öffentlichkeit soll wissen, wie Sie sich über religiöse Werte hinwegsetzen. Und wie leichtfertig und rücksichtslos Sie Gebote und menschliche Reinheit verletzen. Herr Wetzenstein, Sie sollten das noch mal überdenken. Schließlich war die Bluttransfusion lebensrettend. Die verbotene Bluttransfusion. Ich würde gerne mal hören, was ein Gutachter darüber sagt. Ja, sind Sie denn nicht glücklich, dass Ihr Junge noch lebt? So können Sie mir nicht kommen. Jedenfalls, ich lasse das nicht durchgehen. Der behandelnde Arzt hat da wohl ein Gebot übertreten, aber es war Ihr Gebot. Unser Gebot lautet, Leben erhalten. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich werde meinen Anwalt von der Sache in Kenntnis setzen. Sie hören von mir. Guten Tag. Leonard, kannst du mich hören? Du wirst bald wieder gesund. Der Onkel Doc musste dich nochmal operieren. Aber jetzt wird alles gut. Du hast auch kein Fieber mehr. Tut dir das Atmen noch weh? Na, siehst. Du packst das schon, Leonard. Wetzenstein, Ihrem Sohn geht's schon viel besser. Doktor Kampmann, ich wollte Ihnen nur sagen, es tut mir leid, wie mein Mann sich letzte Nacht benommen hat. Aber Sie müssen verstehen, unsere Religion schreibt vor, dass wir keine Bluttransfusion annehmen dürfen. Ja, und zur Religion eines Arztes gehört es nun mal, dass der Mensch und die kompromisslose Hilfe für den Menschen im Mittelpunkt stehen. Es ist so schwer, die guten und richtigen Dinge unter einen Hut zu bringen. Frau Wetzenstein, es ist doch Gottes Wille, dass Ihr Sohn lebt. Und religiöse Gebote hat der Mensch geschaffen, ohne Gott zu fragen, ob sie in seinem Sinn sind. Gerlinde! Eberhard, unser Sohn lebt und wird wieder gesund. Das verdanken wir Dr. Kampmann. Ich möchte, dass du ihm vergibst. Bitte. Also gut, vergessen wir die ganze Angelegenheit. Entschuldigung, Doktor. Vielen Dank. Na, wie geht's euch zwei? Danke, gut, Onkel Doc. Fein. Jean-Paul, du musst üben. Ich kann nicht. Du musst aber. Schau mal. So. Üben. Au revoir, sagen Bonnui. Ich mach Schluss für heute. Wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Zu deinem Vater? Nein, ich wohne allein. Du wohnst bei deinem Vater. Wir wohnen im gleichen Haus, aber ich wohne nicht in derselben Wohnung. Jean-Paul, ich bin auch einsam und auch allein. Aber deshalb ist es doch schön, dass wir Freunde sind, oder? Wir sind doch Freunde. Ja, du bist mein Freund, Onkel Doc. Thank you.
Courage, einfach zu sagen, jawohl, ich habe was übersehen. Markus Kampmann kann Fehler zugeben. Ja, weil er ja auch welche macht, wie wir wissen. Mir ist noch kein Patient durch meine Schuld gestorben. Gesellschaft leisten? Sie dürfen. Und? Wie und? Sind Sie zufrieden? Mit meiner Arbeit oder mit meinem Leben? Kann man das trennen? Mhm, ich schon. Sind Sie Arzt aus Leidenschaft? Hm, kann sein. Was meinen Sie? Ich kenne Sie ja viel zu wenig. Das ließ es sich ändern. Also ich weiß schon einiges über Sie. Ah ja? Mhm. Sie sind attraktiv, selbstbewusst, fachlich sehr qualifiziert und Sie sind zuverlässig. Es wird nicht operiert und fertig. Es gibt leider keine Alternative. Medikamentös ist da nichts zu machen. Und wenn ich einen Eingriff vermeiden kann, dann tue ich das immer. Ja, das kennt man. Das sagen alle Ärzte. Aber dann kommt der Forscher dran. Das ist doch schlicht Unsinn. Warum wollen Sie das Leben Ihres Kindes gefährden? Natürlich möchten wir, dass unser Sohn wieder gesund wird. Aber es muss doch da andere Möglichkeiten geben. Wir haben religiöse Gründe, die einen solchen Eingriff verbieten. Gerlinde, das ist unsere Angelegenheit. Wir sind Zeugen Jehovas. Eine Bluttransfusion kommt für Leonard nicht in Frage. Oberarzt Dr. Lüders, bitte ins Sprechzimmer vom Professor kommen. Genügt es Ihnen, wenn ich versuche, eine Transfusion zu vermeiden? Nein. Sie müssen mir Ihr Ehrenwort geben, dass keine stattfindet. Nach medizinischem Ermessen ist keine erforderlich. Na bitte. Aber es können Umstände eintreten, die wir nicht voraussagen können. Bitte, Doktor, tun Sie, was Sie können. Gregor, bitte verdreh jetzt nicht die Tatsachen. Markus Kampmann hat sich nicht über dich beschwert. Ich war zugegen, als die Zyste diagnostiziert wurde. Ja, interessant. Und warum warst du zugegen? Kann Markus Kampmann die Zyste nicht allein lokalisieren? Er schon. Aber du offensichtlich nicht. Als ich den Patienten das letzte Mal untersucht habe, hatte er eindeutig Asthma. Und wenn deine Taktik jetzt darauf hinausläuft, mich hier zum Anfänger abzustellen... Du hast ihn nicht geröntgt. Weil es keinen Handlungsbedarf gab. Gregor, warum hast du nicht die Kurve? Na, Leonard, wie geht's? Es geht. Es war noch nie so schlimm wie heute. Das ist unmöglich, ein Asthmaanfall. Sondern?
Werde ich dich mal abhorchen. Und jetzt tief durchatmen, Leonard. Ich kann nicht. Tut das weh? Und wo? Na hier. Tief einatmen, Luft anhalten. Danke. Und wie findest du dich? Mega geil. Bitte, Herr Professor. Danke. Bis gleich. Tschüss. Sowas kann man doch nicht einfach übersehen. Die Zyste ist doch riesengroß. Asthma. Sowas. Ich hatte gleich das Gefühl, dass da mehr ist. Leider. Ich begreife das nicht. Gregor hat den Jungen zweimal hier gehabt im letzten Jahr. Siehst du, kann doch rasch wachsen. Ah, nett von dir, dass du Gregor in Schutz nimmst, aber sowas darf einfach nicht passieren. Fertig. Übel, übel. Warum hat er nicht sorgfältig untersucht? Keine Ahnung. Die Eltern sollen irgendwie schwierig sein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. An meinem Sohn wird nicht herumexperimentiert. Herr Wetzenstein, Leonard hat eine große Zyste auf der rechten Lungenseite. Und eine Operation ist dringend erforderlich. Herr Dr. Kampmann, es ist so, bitte verstehen Sie das nicht falsch, aber mein Mann hofft, dass wir eine Operation vermeiden können. Was heißt hoffen?